Margarete und Manfred Koch aus Winnenen wollten ihr in die Jahre gekommenes Bad von Grund auf neu gestalten. Deshalb musste alles raus, inklusive der alten Fliesen. Herausgekommen ist ein Badezimmer im aktuellen Waschbeton-Look. Die bodenebene Dusche ist den Besitzern dabei das Wichtigste. Es ist irgendwie auch so ein Wohlfühlgefühl, weil man duscht ja jeden Tag und von dem her ist man eigentlich mehr in der Dusche, wie man zum Waschbecken steht. Ja. Und von dem her war uns das eigentlich von wichtig. 1986 haben wir noch die Dusche nach oben, da waren das noch klein, da haben wir noch so Kinder, Duschwanne, ja, da haben wir noch Kinder gehabt, da haben die Kinder in der Duschwanne ein bisschen geplanscht. Und das wollte man eigentlich also den hohen Einstieg nicht mehr und ja, durch andere Bäder gesehen und ja, ich halt. In der heutigen Zeit macht man es anders und man weiß ja nicht, ob man noch, wie man den Fuß hochbekommt. Wie lange man fit bleibt. Ne? Der Umbau war eine Herausforderung für die Installateure. Das Bad befindet sich im ersten Stock des Hauses. Zum Glück haben die Kochs im Erdgeschoss zeitgleich die Küche erneuert. In diesem Zuge wurde die Decke abgehängt, um die Rohre der bodenebenen Dusche verlegen zu können. Und so konnten wir eben in dieser abgehängten Decke dieses Abwasserrohr verlegen, was sonst hier oben Boden eben nicht möglich gewesen wäre, weil wir jetzt genau einen Kamin zwischen Dusche und Ablaufbereich haben und wir konnten da nicht einfach durch diesen Kamin durchbohren. Also so gesehen wäre es nicht möglich gewesen und so haben wir uns dann entschieden, durch die Decke zu fahren und die abgehängte Decke in der Küche dann zu installieren. 3 Wochen hat der Umbau gedauert und einige Details sind dazugekommen, wie diese Sitzgelegenheit zum Beispiel, ein eingebautes Radio und ein Dusch-WC. Überall dort, wo wir ein Dusch-WC eingebaut haben, sind die Leute restlos begeistert. Ja, in manchen Dusch-WCs hat man Aktivkohleabsaugung, sprich ich habe gar keine Geruchsbelästigung mehr. Also einfach dieser Hygiene-Gedanke ist den Leuten im Bad extrem wichtig. Und was das Chlor angeht, ist es eigentlich höchste Zeit, mittlerweile auch Geld in sowas zu investieren. Ein Umbau, der das Bad im Vergleich zu vorher auf den neuesten Stand gebracht hat. Weg von den Einheitsfliesen hin zu einem zeitgemäßen modernen Badezimmer. Ein Raum, der die Kochs hoffentlich noch viele Jahre begeistert.